Was übersehe ich denn? Ich weiß es nicht. Und keiner verrät's mir. Das ist eine mittlere Katastrophe. Er klettert hier auch nicht und er möchte auch nicht klettern. Er ist ganz offensichtlich der Meinung, dass es selber hier nicht hochgeht. Ich meine, gut, er könnte es mal versuchen. Oh, was ist das? Was ist das? Okay. Schade. Ich gebe zu, für einen Bruchteil einer Sekunde, da habe ich gedacht, das ist es. Aber da klettert er nicht durch. Er könnte es bestimmt, aber er tut es nicht. Wie so ein begabtes, bockiges Kind. Im Prinzip könnte er, aber er macht es einfach nicht. Wahrscheinlich aus Prinzip nicht. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Bastard, der es aus Prinzip nicht macht. Hier klettert er auch nicht hoch. Könnte er sich rein theoretisch auch irgendwo festhalten? Will er nicht. Will er nicht. Kennt er nicht. Hat er nicht. Ist aber auch nicht. Kennt es. Was war das denn? Was war das denn? Okay, also ich werde aus dem Ding. Ich werde aus dem Ding einfach nicht klug. Ich sag's, wie es ist. Das werde ich mir irgendwo nochmal angucken müssen. So wird da gerade kein Schuh draus. Was ist denn das? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, es wäre ja auch zu einfach. Also hier kann man ja auch reingucken. Oh, das macht mich... Das macht mich echt kirre. Wieso verweigern die mir diese Truhe? Wieso? Da klettert er ja nicht hoch. Ach, ich verstehe es nicht. Okay, also wir machen jetzt mal eins. Ich verlasse einfach diesen Ort jetzt an der Stelle mal und schreibt ihr es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo das funktioniert. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, was es hier sonst noch zum Einsammeln gibt. Genau, da hinten hat man noch ein Fragment und das war's dann. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, wie man diese Truhe erreicht. Fangt am besten an mit, damit ich das Kommentar dann auch sofort deuten kann, mit du Trottelmensch, Komma. Und dann beschreibt er, wie man die Kiste bekommt. Ich glaube, das ist am angebrachtesten. Ihr musstet euch jetzt lange genug antun, wie ich versucht habe, an dieses blöde Teil zu kommen. Da könnt ihr ruhig schreiben, du Trottel, Mensch, komm mal. Und dann an die Kiste kommt man so und so. Echt. Mir fehlt wirklich die Kreativität. Ich sehe es einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Wer auch immer es mir als erster verrät, dem widme ich natürlich dann die komplette Sendung. Versprochen. Die komplette Sendung, in der ich dieses Fragment dann hole. Echt. Es tut mir echt leid. Das ist einfach unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Diese Kiste ist nicht dazu gedacht gewesen, dass man sie jemals bekommt. Aber ihr seid alle clever genug, ihr werdet sicherlich herausgefunden haben, wie das funktioniert. Und dann schreibt ihr das einfach in die Kommentare rein. Und ich nutze dann das Gruppenwissen, die Schwarmintelligenz von euch aus. Und hol die Truhe dann. Und diese Truhe, die hole ich dann für uns, Leute. Für uns hole ich die. Die hole ich dann nicht mehr für mich, die hole ich für uns, für alle, die hier mitgelitten haben und sich diese Folge angeguckt haben. Versprochen. Ach, schön. Was haben wir denn hier eigentlich auf den Segeln drauf? Wölfe. Sehr gut. Ich segel für Winterfell. Jeder, der Winterfell gern hat, liked dieses Video. Oh, Quatsch. Natürlich nicht. Wir betteln nicht. Jetzt wär ich doch fast auf der Sch... Achso, ja gut. Gerade zieht mich keiner rein. Ich sehe schon.
Da muss man schon wieder ins Wasser. Das ist schon wieder etwas, worum ich ihn natürlich nicht beneide. Ah. Ach, geht doch. Geht doch. Wir haben schon wieder, was haben wir hier? Truhen, Sammelobjekte, Aussichtspunkte, Missionsgegenstände. Und wir haben hier Wölfe. Wölfe habe ich doch gerade gesehen. Sehr gut. Den widmen wir uns aber später. Wollen wir jetzt erstmal gucken. Wir haben hier 1, 2. Oh ja, doch. Das ist schon eine Menge. Hier haben wir noch einen. Den haben wir schon gesichtet. So, und der könnte jetzt im Prinzip seine Kumpels mal ordentlich dem Wanst fortrechnen. Ich meine, der hat eine große Axt. Ein großer, stumpfer Gegenstand. Damit könnt ihr mal schön die Kauleiste von einem von den Deppen bearbeiten. Sehr gut. Muss auch treffen. Oh. Wieder nicht getroffen. Also ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass es eine exorbitante Zeitverschwendung ist, Leute, die keine Waffe in der Hand tragen, mit Berserkerpfeilen zu bearbeiten. Es tut mir echt leid, aber ich sehe den Mehrwert der Berserkerpfeile hier gerade. Aber ist ja alles offensichtlich nicht notwendig, weil irgendwie ist die ganze Chose dann doch relativ schnell bereinigt. Ich will es doch einfach immer spannender machen, als es wahrscheinlich auch tatsächlich ist. Sorry. So, also der Aussichtspunkt, wo ist er? Der ist, da oben ist der Adler, wo ist er? Ah, ganz da oben, okay. Da müssen wir tatsächlich über diesen Baumstamm rein. Machen wir. Überhaupt kein Thema. Jo. Übrigens, ich habe auch schon gesehen gehabt, ich habe ja öfters mal in der Vergangenheit nachgefragt gehabt, ob man mir ein paar Dinge verraten kann. Ich glaube, ich habe mich auch schon mal bedankt dafür, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ich mache es gleich nochmal. Alter. Alter, zieh die Pistole. Eins. Hier wird doch wohl mehr als ein Wolf sein. Aber noch nicht. Okay. Wie schön, dass er erstmal so dumm im Kreis rumgerannt ist. Geh gleich mal hier hin. Ja, ich weiß, ich muss eigentlich davor. Aber ich würde gerne nochmal gucken. Hier noch irgendwo so ein Wolf rumlungert. Weil wir haben ja gesehen gehabt, als wir diese Aufbesserungsliste uns angesehen haben, dass da noch ein bisschen was fehlt. Was haben wir da unten? Das nenne ich Beute. Was ist das denn? So. Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe schon mal getötet. Man könnte meinen, ich bin Amerikaner. Was haben wir hier? Das sieht aus wie so ein Schneefuchs? Gibt's sowas? Polarfuchs. Naja. Sag doch, irgendwie sowas in der Richtung war das doch. Oh, also. Von daher. Hier haben wir eine Kiste. Die kann gar nicht so. Ach, da unten. Ja, okay. Doch ein bisschen tiefer als gedacht. So, komm. Du kriegst. Mach die jetzt auf, Mensch. Hab dich nicht so. Echt. So, jetzt wahrscheinlich oben im Baum, ja genau. Da müssen wir dann lang. Hier. Da haben wir auch noch eine Kiste. Das merken wir uns auch gleich mal. Ja, komm. Stell dich doch nicht so an, Mensch. Ich mach's doch schon kompliziert genug, da musst du dich nicht auch noch feiern lassen. Was? Ja, das hat es Style, wa? Schön erstmal den Baum hochrennen, um dann im Lauf sich vom Baum wegzudrücken. Und das Vieh da zu töten. So. Okay, also wir haben.
müssen immer noch da hoch. Mensch, konzentrier dich doch mal. Konzentrier dich doch mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Aussichtspunkt. Ich finde gerade, der hat Priorität. Der Wolf ist jetzt aber nicht wiedergekommen, oder? Nee, ist doch nicht. Das muss ja nochmal da hoch. Okay. Ah ja. Gut, war doch nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Was ja nichts heißen muss. Wie wir an der einen Truhe eben noch gesehen hatten. Oh. Auch hier synchronisieren wir. Ja, so arbeiten wir auch nach und nach die ganzen Inseln ab. Ich hoffe, dass sowas wie mit der Truhe von gerade eben noch, wo mir wirklich sämtliche Kreativität fehlt, diese Truhe irgendwie für mich machbar zu machen, dass es nicht allzu oft vorkommt. Ja, ein bisschen schade drum. Was haben wir denn da unten? Ah, Kaninchen. Stand nicht Kaninchen noch auf unserer Liste? Ich dächte, ne? Ich sehe aber gerade von hier keins. Puh. So. Wir sind aber im Kaninchengebiet. Der wird doch hier irgendwo so ein Karnickel rumlaufen, oder etwa nicht? Frag's Pferd. Frag's Pferd, sage ich. Sagt er. So, na gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Okay. Er sagt nein. Ich sage, hab dich nicht so. Er sagt nein. Will ich hier nochmal gucken? Vielleicht ein Kaninchen in der Nähe? Nee. Ist doch Hasengebiet hier. Warte mal, wo war jetzt das Ding hier? Da drüben? Stimmt. Mein Fehler. Stimmt, das wird genau da angezeigt. Ist da unten? Was sind da? Achso, sind. Das ist Federvieh. Hm. Ist ja vielleicht von hier ein Karnickel? Was ist denn bloß los? Warum sind denn hier keine Hasen? Oder übersehe ich die gerade? Ist das jetzt wirklich tatsächlich noch so ein Ding, woran ich scheitere, dass ich jetzt hier... Hier knistert was, aber das ist Feuer, ja. Dass ich jetzt hier keine Hasen finde? Sieht so aus. Na ja, gut. Ach, was soll's. Die Hasen sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Zugegeben. Wir müssen da hoch. Da gehen wir über die Kisten. Das klingt nach einem Plan. Wir gehen über die Kisten. Ich könnte nebenbei immer noch mal gucken, ob irgendwo ein Kaninchen in der Nähe ist, aber... Sieht nicht so aus. Die haben sie anscheinend schon gejagt. So, dann kletterst du bitte hoch. Wenn es geht auf die andere Seite, ja. Sehr gut. Er lernt dazu. Also er zeigt uns durchaus, dass er beschränkt lernfähig ist. Wo sind die? Muss hier nicht irgendwo eine Truhe sein? Ist jetzt aber nicht über uns, oder? Doch, könnte sein. Ja klar. Das sieht doch zumindest so aus, als... Könnte man. Man muss aber nicht da hoch. Also dann muss ich wieder von. Naja, ich sehe schon. Da muss ich wieder den anderen Weg gehen. Ich weiß, das könnte jetzt ein bisschen nervig sein, aber da müssen wir jetzt wirklich alle durch. Wie gesagt, wir dürfen das große Ziel nicht vergessen. Wir brauchen die Schiffsverbesserung. Und die Schiffsverbesserung läuft hier gar nichts. Da rupfen die uns dann den Hintern auf, lachen laut und wir gucken blöd. Und denken uns so, warum ist das passiert? Jetzt hüpft bloß nicht so weit, Junge. Jetzt muss noch weiter unten sein. Sag mal. Hier oder was? Ja, ja. Ja, mach auf. Mach auf, Junge. Läuft. Ja, was? War das noch nicht alles? Wir bekommen doch immer angezeigt, wenn wir die Insel komplett geschafft haben. Was haben wir denn übersehen?